Let's start again. Moin ihr Zuberster und Zubersterinnen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Empire zusammen mit dem lieben Balui LP. Lässt du wohl das LP weg? Wieso heißt nicht Balui LP? Oh, ich hasse das. Das ist ein Versehen gewesen. Ja, da. Du warst genauso wie die ganzen anderen kleinen Kinder damals, hast gedacht, so, ich nehme Balui LP, damit nein, ich weiß, bei YouTube. Ich habe auch noch den Account Balui, aber der ist leider gesperrt. Weißt du? GEMA-Verstoß oder was? Damals, als ich noch klein war und so 50 Abonnenten hatte, ist irgend so ein Assi hingegangen und hat 10 Milliarden Mal auf die Werbung geklickt. Und das fand YouTube nicht geil. Okay. Und ich war es nicht selber. Sonst würde ich ja wenigstens, würde ich es ja verstehen, dass ich Kacke gemacht habe, aber so traurig. Alles klar. Okay. Hör mal, ich wollte mal fragen, ob du dich an die Regeln mit den Drachen gehalten hast, mein Freund. Ich habe keinen einzigen Drachen getötet. Ich habe aber mitbekommen, dass, Dass gewisse andere Fraktionen sich nicht an die Regeln des Stadtrats halten. Und sie kommen aus deinem Stadtviertel. Wie halten sich nicht an die Regeln? Also warte mal ganz kurz, ne? Also Drachenjäger ist momentan bei mir Geschichte, ne? Also während jetzt das jetzt hier läuft, habe ich nichts mit den Drachenjägern zu tun. Ich halte mich ganz klar an die Abmachung, die vom Stadtrat getroffen wurde. Okay, na gut, dann glaube ich dir das mal. Wie weit bist du mit deinen Forschungsergebnissen gekommen? Also, ich bin auf einem guten Weg, okay? Ich weiß noch nicht, du hast ja mir nur eine Frist gegeben. Wenn ich auf einem guten Weg? Was hast du genau? Ja. Balui? Ich kann es dir noch nicht verraten. Erzähl es mir. Tut mir leid. Also ja, okay, ich vertraue dir noch nicht so. Erzähl es mir halt nicht. Ja, Balui, dann erzähl ich dir halt auch nicht, was ich weiß. Ich weiß nämlich zufälligerweise, wo vielleicht sogar ein Urdrache sein könnte. Aber Kevin, du musst das verstehen. Ich hab... Was, wenn du dich umentscheidest und auf einmal wieder ein Drachenschlechter bist? Und ich verrate dir... Balui, warum sollte ich... Guck mal, wenn ich jetzt... Du trägst immer noch die Drachenrüstung, wie als wenn du stolz drauf wärst, einen Drachen getötet. Nein, das ist meine einzige Rüstung und ich bin natürlich nicht stolz drauf. Also schon bin ich stolz über diese Rüstung, aber man kann doch von den toten Drachen auch die Schuppen nehmen. Das waren aber keine Toten. Doch, wir haben auch Tote gefunden. Aber die du anhast, ist nicht von einem Toten. Ja, die ist von dem Drachen, den ich getötet habe, der mich angegriffen hat. Hm. Balui, guck mal, wenn ich deine Forschungsergebnisse zunichte machen wollen würde, ja? Warum sollte ich dir einen Urdrachen zeigen? Und ich rede wirklich von einem Urdrachen, einem riesigen Drachen. Der ist noch größer als mein Haus fast. Was? Ja. Wo hast du den denn gefunden? Tja, das würdest du wohl gerne jetzt wissen, wo ich den gefunden habe. Also, Kevin, gib mir noch drei, vier Tage, dann sag ich's dir, okay? Nein, bitte. Wenn ich dir jetzt zeige, wo dieser Urdrache ist... Aber ich zeige, also nur ich weiß, wo der ist, ne? Revi und so wissen das nicht, ne? Nur ich weiß das. Wenn ich dir zeige, wo der ist und dir die Chance gebe, dass du in Ruhe dort forschen kannst, dann möchte ich von dir volle Transparenz, was deine Forschungsergebnisse angeht. Ich erzähle dir das nur, wenn du mir schwörst, keinem, egal wer dich drauf anspricht, du sprichst mit niemandem darüber. Ich schwöre bei meiner Meisterangel. Verzaubert? Nein. Nein, leider nicht. Wir haben ein Ei. Ja, was? Nicht so laut. Wo? Das kann ich dir noch nicht verraten. Du zeigst mir das, wenn ich dir jetzt zeige, wo der Urdrache ist, okay? Nein. Volle Transparenz, Balui. Vorher zeige ich dir den Urdrachen nicht. Hey, das ist unfair. Nein. Ich kann das nicht. Das ist einfach fair. Guck mal, ich habe mit Revi gar nichts mehr zu tun im Moment. Ja, aber das Ganze... Ich bin auf eurer Seite, Balu. Ich möchte auch, dass ihr diese Drachen erforscht. Es reicht schon, dass du mich im Stadtrat verpfeifst und alles ist vorbei. Also, ich habe dir jetzt gesagt... Hey, warum sollte ich dich im Stadtrat verpfeifen? Ich war sogar dagegen, dass Revi zum Stadtrat dazugehört. Ich habe noch nicht mal für ihn gestimmt. Pass auf, ich habe dir jetzt gerade ein mega großes Geheimnis verraten. Wenn das Geheimnis wirklich nicht die große Runde macht... Dann erzähle ich dir in 3-4 Tagen noch den Rest und zeige dir auch, was ich erreicht habe. Aber vorher musst du dich einfach noch gedulden, es tut mir leid. Und wenn es dann bedeutet, dass ich das Drachenhort nicht zu sehen bekomme, dann... Naja, also ich bin dir jetzt entgegengekommen. Ich finde, es ist nur fair, wenn du mir jetzt auch entgegenkommst.
Wenn ich dir das Drachenhort zeige, dann möchte ich irgendwas noch dafür bekommen. Weil, Balui, das ist ein Urdrache. Das ist der Vater aller Drachen vielleicht sogar. Vielleicht befindet sich in dem Drachenhort noch ein Ei. Ja, vielleicht ist das sogar der Drache, den Revi sucht. Also ich kann dir noch sagen, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir wissen, wie man diese blöden Eier ausbrütet. Das Wissen fehlt uns noch. Warte, pass auf, wir machen es so. Ich zeige dir den Drachenhort und du wirst mir in 2 Tagen dann sagen, was Sache ist. Und zeigen, was Sache ist. Okay. Machen wir. Gut, dann folgt mir. Dann zeige ich dir den jetzt. Oh, wir sollten aber vielleicht lieber schlafen vorher, oder? Ich habe leider nur ein Bett. Ja, oh. Hast du noch Wolle? ich glaube nicht. Verdammt. Noch eine, aber die reicht mir nicht. Ah, toll. Ich gehe, Also das disconnectet doch einfach. Stimmt. Dinos ist drauf. Okay, wir dürfen bei Nacht laufen. Das folgt mir. Eieiei, das wird jetzt echt ein etwas, gefährlicher Weg. Naja, zum Glück habe ich ja schon einen ziemlich guten Bogen. Okay. Balui, glaub mir, mit mir an deiner Seite, vor allen Dingen, ich habe dir einen Vorschlag gemacht. Hast du darüber schon nachgedacht? Über meinen Vorschlag von letztes Mal? Dass du mich beschützt auf einer der Touren. Ja, dass ich dich bei deinen Forschungen begleite und beschütze. Es geht mir nicht darum, dich die Drachen zu töten oder so, sondern dich vor den anderen Gefahren, die hier draußen lauern, zu schützen. Den Gedanken dahinter, dass du selber einen Drachen haben möchtest oder ihn uns wegnimmst, wenn es soweit ist. Kevin, ich habe... Oh, hörst du das? Nein, noch nicht. Hier kam so ein Aura-Sound, irgendwie... Ah, das sind diese Grillen, diese Hummeln, die hier rumfliegen, die machen so ein... Ach so, ich habe schon gedacht, Junge, was ist das für eine böse Aura? Hier ist das. Ja, komm, lass uns gehen. Wir müssen uns wirklich sputen, Balui, wir haben nicht lange Zeit. Ich hab dir immer noch nicht verziehen, dass du uns verraten hast. Das tut mir leid. Wieso habe ich euch verraten? Ich habe nur die Drachen. Gaia gegangen. Vor dem Wirbelsturm. Weißt du, ich habe dir schon einmal vertraut. Pass auf. War sehr gut. Weißt du, wir haben dich aufgenommen, dich bei uns beheimatet, dass dich keiner mehr haben wollte. Und du hast uns. Was soll ich sagen? Du bist einfach trotzdem zu Revi gegangen und hast uns verraten. Und so hast mich sogar umgebracht. Ach, dass du so nachtragend bist, ey. Damit hätte ich nicht gerechnet. Na, das ist nicht nachtragend. Das ist nur eine gesunde Vorsicht. Pass auf, hinter dir ist ein Werwolf. Ja, der macht mir nicht so viel. Oh, diese wir laufen jetzt einfach, wir müssen uns stark zu sein. Du siehst ja, ne, wie gefährlich das jetzt hier ist gerade. Ja, ja. Und das willst du alleine durchleben, ja? Balui, willst du wirklich alleine? Wow. Was hast du gemacht? Ich habe noch, ich sag mal, einen Teil von meinem Zauberstab und weil ich jetzt gerade nicht getötet werden wollte, von meinem Teleportstab, aber er ist nahezu im Arsch. Vielleicht noch 10 Mal oder so, deswegen muss ich mir sehr überlegen. Wir müssen weiter in die Richtung, wir müssen weiter hier hin. Ah, okay. Ah, dein Orientierungssinn war auch mal besser. Glaub mir, Balu, wenn du diesen Urdrachen siehst, du wirst mir danken. Aber wer garantiert mir, dass du nicht einfach Revi zeigst, dass da ein Urdrache ist? Balu, warum sollte ich dir den jetzt zuerst zeigen? Das weiß ich halt noch nicht. Es könnte eine List sein, auch wenn ich dir das nicht zutraue, aber... Ja, was müssen wir einfach jetzt... Weiß nicht. Folgt mir einfach. Einfach die ganze Zeit mir nach jetzt. Ja. Glaub mir, ich werde Revi diesen Drachen nicht zeigen, weil ich möchte nicht, dass er die Drachen ausrottet, ja? Das ist ja sein Ziel, er möchte die Drachen ja komplett vernichten. Ja, das ist ja das. Und was glaubst du, was so ein Urdrache an Schuppen für ihn hat? Ich möchte gar nicht mehr ausmalen, was passiert, wenn er diesen Drachen sieht. Deswegen, ich darf auf keinen Fall die Info bekommen, wo sich dieser Drache befindet. Das müssen wir verhindern. Ich habe ein bisschen aus den Augen verloren. Ich bin hier hinten auf dem Hügel. Hier. Oben. Ach da, du bist doch nicht aus den Augen. Folgt mir einfach geradeaus. Ja. Ja, ich will auf keinen Fall, dass Revi weiß, dass es diesen Drachen gibt. Ich habe irgendwie und wehe, du verarschst mich, Balui. Wehe, du legst mich rein oder so. Habe ich keinen Grund zu, bisher.
Ich habe aber gehört, dass Revi irgendwas ausgenutzt hat, dass er doch einen Drachen töten konnte. Und das gefällt mir nicht. Pass auf, hinter dir! Dreh dich um! Wow! Eieiei. Ei, ei. Boah, das ist doch gerade mal so gut gegangen. Komm mit. Hä? Du bist hier runter, oder was? Ja, folg mir. Vorsichtig! Bleib ganz dicht hinter mir. Sicher, dass wir das so offen lassen können? Sei echt mutig von dir. Wir können das ja danach zuschütten. Ich hab's nur offen gelassen, damit ich's nochmal wiederfinde. Die ganzen Fackeln sind leider weg. Hier war letztes Mal ein See. Muss ich erst trockenlegen. Vorsichtig. Siehst du's schon? Ich hab ein bisschen... Oh, hier sind die Glitzersteine. Oh ja, ich... Vorsicht! Er ist da. Kann sein, dass er schläft. Guck mal rein. Rot, hast du ihn getötet? Nein, er atmet! Alter! Siehst du, wie riesig der ist? Ja! Mann, wie groß der ist. Der schläft, der hat die Augen zu. Schlafen. Krass. Aber der ist fast so groß wie die gesamte Höhle. Boah, diese Höhle! Die gigantisch! Ja? Mann, da ist die Kiste. Pass auf, nicht, dass der dir was tut. Der sieht. Alter. Meinst du, das könnte der Urvater aller Drachen sein? Könnte einer der Urdrachen sein. Aber hey, siehst du irgendwo ein Ei vielleicht? Ich verstehe auch nicht. Normalerweise haben diese Drachen einen riesigen Goldschatz. Der hier ist. Komm mit. Folg mir hier rum. Becken. Auf keinen Fall. Gehört, diese Drachen mögen es nicht so unbedingt, wenn man seine Eier klaut. Folg mal einfach, Baloui. Ich habe schon genügend Erfahrung mit den Drachen gesammelt. Jetzt siehst du, dass sie mir auch ein bisschen zugute kommt. Wow, vorsichtig! Wow. Lebt er noch? Lebt er noch? Ja, anscheinend. Bleib lieber auf Distanz. Hast du noch? Also, ich habe Fackeln, okay. Ja, ich hätte noch 19. Willst du da noch drin? Kevin, pass auf, er macht auf! Oh Gott! Komm zurück! Boah, du warst ihm zu nah, er ist wieder eingeschlafen. Alter, du warst viel zu nah. Hast du diese Augen gesehen? Nein, ich hab sie nicht gesehen, ich war direkt hinter ihm. Junge! Die leuchten feurig rot. Oh Gott! Aber er ist ein grüner Drache. Spinnen, oder? Hier sind auch Spinnen! Oh. Mein Gott. Kevin, pass auf dich auf. Eigenartige Steine. Dieses Grüne? Ja. Weiß es nicht. Es sind Dunkelsteine. Was soll man die machen? Wo bist du? Hier, ich halte gebührenden Respekt zu dem Drachen. Da vorne ist noch irgendwas. Kommen wir da hin? Warte. Wo? Links. Neben seinem Kopf ist noch eine Kiste. Vielleicht ist da noch irgendwas. Pass auf, Kevin, pass auf. Schmeiß mir jetzt gar nicht die Spinne auf den Kopf. Ne? Okay. Aber er ist nicht wach geworden davon. Ich meine, es ist Nacht draußen. Vielleicht schläft er deswegen. Boah, du bist so mutig. Der scheint kein alter Drache zu sein. Der scheint wirklich nicht mehr über ein gutes Gehör zu verfügen. Das heißt, du kannst... Wow! Lauf! Oh Gott! Alter, er ist wieder eingeschlafen. Oh. Vielleicht ist er auch gar nicht wach geworden. Junge, ich geh raus. Ich will nicht von dem Vieh getötet werden. Okay. Meinst du, er wird wach, wenn ich ihn mit meinem Pfeil treffe? Ey, bist du... Du wolltest den Drachen nichts tun. Ich will ihm nichts tun. Ey, mit meinem Pfeil, denkst du, der wird seine Schuppen durchdringen? Der Pfeil wird abprallen. Zu Forschungszwecken erlaube ich dir das. Guck, das juckt den gar nicht. Okay, es juckt ihn doch. Okay, ich hau ab. Ist er wach? Er guckt hier rüber. Was immer du gemacht hast. Er fand das nicht so geil. Sag mal. Aber ansonsten tut er nichts. Siehst du, dass das friedfertige Geschöpfe sind? Ja. Meinst du, er ist friedfertig? Soll ich mal näher rangehen? Vorsichtig. Gar sich.
Ja, ein Zahn ist so groß wie dein ganzer Kopf. Tut mir aber nichts, ne? Balui, wirklich? Komm ran, er ist... Er tut nichts. Hallo? Der Drache ist friedlich. Wow. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einem Geschöpf so nah... Wow. ...kommen kann. Siehst du? Nicht alle Drachen sind böse, so wie ihr das immer sagt. Du hast mich überzeugt, Balui. Wow, vorsichtig! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, er mag unsere Anwesenheit hier nicht. Er möchte, glaube ich, dass wir gehen. Wir sollten ja, lieber gehen. Wir zeugen ihm Respekt und hauen einfach ab jetzt. Ja, ja. Du weißt jetzt, wo er ist. Aber Balu, ich hoffe, du hältst dich... Ich meine, er hatte die Chance. Ja. Ich stand neben seinem Maul. Ich hoffe, dass du dich an die Abmachung hältst, Balu. Ja. Ich habe mein Versprechen jetzt eingehalten. In Ordnung, Kevin. In Ordnung. Oh, oh. Ist draußen noch einer? Kevin, du musst das hier zubauen. Ich möchte nicht, dass das gefunden wird. Warte, ich hab noch ein bisschen. Versucht der Drache unter der Erde gerade zu fliegen? Ich weiß es nicht. Nicht, dass er durch die Oh, oh, Balui, Decke nicht, dass bricht. Wir den Urdrachen geweckt haben und der jetzt Richtung Stadt fliegt gleich. Ich würde sagen, wir gehen zurück und dann weiß er, also... Ja, wir sollten lieber uns auf den Rückweg machen und wir lassen das erstmal lieber hier so stehen. Und wir sind kein Wort zu Revi, kein Wort! Kein Wort zu irgendwem. Ja, das bleibt... Balu, das... Basti, darf ich davon erzählen? Nein, okay? Das bleibt unter uns beiden jetzt erstmal. Oh, okay. Gut, nicht, dass irgendwer Falsches was erfährt. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's auch von der heutigen Folge. Balui und ich, wir machen uns jetzt lieber mal auf den Rückweg und ich hoffe, dass wir den Drachen jetzt nicht wirklich geweckt haben und er in Richtung Stadt fliegt und Revi den dann sieht, weil dann war dann alles war umsonst. Wobei, Revi muss erstmal beweisen, dass er gegen so einen Urvater eine Chance hat. Ja, ich glaube, gegen diesen Urdrachen, da wird er schon ein Problem haben. Ich habe das ja gerade eben gemerkt. Also mein Bogen hat den ja noch nicht mal gejuckt, wirklich, ne? Ne. Gut, da würde ich sagen, das war's von der Folge Minecraft Empire. Checkt auf jeden Fall mal die Beschreibung aus, denn da ist der liebe Balui verlinkt. Und bei mir der Gamers Time. Und ich würde mich natürlich über eine positive Bewertung freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Bleibt schön feurig. Tschüss. Ciao.